Deshalb empfehlen sich jetzt weiter Vorsicht und Aufmerksamkeit. Es ist zu befürchten, dass auch in Deutschland wie bei unseren europäischen Partnern und Freunden binnen Kurzem die Infektionszahlen sich drastisch erhöhen werden. Wir müssen im Blick behalten, dass das eigentliche Ziel ist, die Überforderung unseres Gesundheitssystems abzuwenden. Wiederum nun sind maßvolle Beschränkungen erforderlich. Es gibt Veränderungen bei den Quarantäneregeln. Wir werden in unserem Alltag mehr Abstand halten müssen. Aber für uns Freie Demokraten bleibt das Ziel, an einer Strategie festzuhalten, die mit maßvollen Kontaktbeschränkungen und einer großen Anstrengung beim Impfen und bei der Auffrischung von Impfungen, Lockdowns, die Schließung von Schulen, von Betrieben weitgehend zu verhindern.